Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge oder einem weiteren Tutorial. Und heute werden wir einen One-Pager erstellen. Das heißt, das Ganze wird so ausschauen: Wir werden oben eine Navigation haben und wenn wir hier auf diese Navigation klicken, scrollen wir an dem smooth zu der nächsten Section. Und dazu erstellen wir ein neues Projekt, einen neuen Ordner in unserem Projektfolder. Und hier drinnen, ich habe ihn OnePage Stutt genannt, erstellen wir zwei weitere Folder, einmal CSS und einmal JavaScript.js und erstellen ein neues File, das nennen wir index.html. Darin erstellen wir eine ganz normale HTML-Struktur und ich gebe den Titel OnePage. OnePager, OnePage, OnePage. Ja, wurscht. Und hier verlinken wir unsere Files, die wir gleich erstellen werden. Und einmal ein Stylesheet. Das hat den Typ Text, CSS und den href. Hier verwenden wir den absoluten Pfad. Und hierzu gehen wir in unseren Ordner hinein. Und wie wir sehen, haben wir hier schon was drinstehen. Nein, nein. Wenn wir das Ganze neu laden, das war noch in der Zwischensicherung gecached anscheinend. Wenn wir das hier kopieren, pasten wir den absoluten Pfad mit HTTP in unser href hinein und dann gehen wir in den CSS-Ordner hinein und erstellen dort ein oder werden später ein File erstellen, das den Namen onepage.css trägt. Und schließen diese Verlinkung. Dann erstellen wir zwei weitere Skripts. JavaScript, Type Text JavaScript und verlinken hier unsere zwei JavaScript-Files, die wir verwenden werden. Und das erste wird jQuery sein, das wir hier verlinken. Dazu gehen wir auf unsere jQuery-Startseite. Klicken hier auf Download jQuery und laden uns die neueste Version herunter. Ich habe die Compressed Version 2.1.4 und die werden wir auch hier verlinken in unserem JavaScript Folder und nennen das jQuery-2.1.4.min.js. Vorsicht, das könnte bei euch natürlich anders heißen, wenn es schon eine neuere Version gibt. Ihr müsst es natürlich so benennen, wie euer File euch heißt. Das heißt, ich werde hier jetzt unsere Files erstellen. Zuerst werde ich noch unser letztes File einbinden, auch in dem JavaScript-Ordner. Und das nennen wir onepage.js und speichern das Ganze ab. Dann erstellen wir in unserem CSS-Ordner ein CSS-File und nennen das onepage.css. In unserem JavaScript-Ordner Folder, ein weiteres File, das nennen wir onepage.js und ganz wichtig, nun verlinken wir auch unser jQuery-File, das wir vorher heruntergeladen haben und kopieren das in unseren JavaScript-Folder. Nun müssten wir das hier auch drinnen haben. Ohne diese Verlinkung funktioniert das nicht und ganz wichtig, das jQuery-File muss vor unserem eigenen File sein. Dann beginnen wir mit unserer HTML-Struktur, machen eine Navigation, eine Unordered List. Wir machen hier jetzt nichts großartig Theatralisches. Wir werden hier einfach stinknormal eine kleine Navigation machen, ohne viel Schnickschnack, mit drei Anchor-Tags. Das erste verlinkt zu First und das nennen wir auch First. Das zweite verlinkt zu Second und nennen wir Second. Und der dritte Anchor Tag verlinkt zu Third und das nennen wir auch Third. So, und speichern das Ganze ab. Und dann erstellen wir unsere Divs, die so groß sein sollen, die Höhe von unserem Browser-Window haben soll
Und das dreimal oder so oft, wie wir es wollen. Und die Klasse nennen wir OnePage. OnePage. Und dem vergeben wir eine ID, nennen wir First. Dann die ID. Wir geben hier eine Klasse wieder, OnePage, und wir vergeben eine ID, nennen das Second. Ganz wichtig, diese IDs müssen gleich heißen wie diese Verlinkungen hier. Div Class OnePage und ID Third. Und nun werden wir in diesen drei Divs in unserem JavaScript-File dann Verlinkungen setzen. Wir werden hier vorne das Ganze so belassen, dass wir nur die Klasse OnePage angeben müssen und eine ID vergeben müssen und in unserer Navigation zu dieser ID verlinken müssen. Und dann wird das Ganze auch schon funktionieren, wenn wir die beiden anderen Files einbinden, die wir machen. Da können wir beliebig viele verwenden und wir können die IDs beliebig setzen und die Verlinkungen müssen nur den IDs entsprechend passen. Und jedes Div, das die Klasse OnePage hat, wird eine eigene Seite bekommen. Dazu müssen wir zuerst unser HTML und unser Body Tag ein bisschen modifizieren. Und zwar müssen wir dem die Höhe, die Height, von 100% geben und auch Margin 0 und Top 0. Ansonsten haben wir links und rechts einen gewissen Offset und den wollen wir nicht haben. Dann stylen wir in nächster Folge unsere Navigation und die machen wir von der Positioning fixed. Laden wir das Ganze mal neu. Wie wir sehen, sind jetzt zuerst untereinander angeordnet. Das möchten wir natürlich ändern. Dazu sagen wir zuerst einmal Nav Position fixed, dass die, wenn wir scrollen, auch immer oben bleiben und die nicht mit scrollen. Dann als weiteres sagen wir top, nicht to do, top, 0, left, 0 und margin 0 und natürlich auch unser padding 0. Dann in weiterer Folge stylen wir unsere List-Items. Und diese List-Items, die möchten wir inline displayen. Das heißt, wir sagen hier mal Display inline. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, schauen wir, ob sich schon viel getan haben. Die haben sich schon einmal nebeneinander angeordnet. Sehr gut. Nun müssen wir, geben wir den Ganzen noch ein Padding. Und hierzu sagen wir 0. Wenn wir nur das erste einstellen, hat das wirklich überall 0 Padding rundherum. Und wenn wir jetzt aber noch sagen 20, dann haben wir links und rechts ein Padding von 20. Das heißt, wir bekommen hier 20 Padding und hier 20 Padding. Und oben und unten bleibt das Padding 0. Und dann geben wir noch weitere Folge Float Left hinzu. Ist nicht zwingend notwendig, jedoch wenn sich der Browser die Größe ändert, ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass es da es vom Parent-Div natürlich auch abhängig ist. Dann stylen wir unsere OnePager-Klasse und hier müssen wir natürlich auch die Höhe zu 100% setzen und ansonsten gleich wie überall anders auch Top Left Margin und Padding auf 0 setzen. Das wäre es dann auch schon.
Dann erstellen wir weitere Klassen für unsere, oder erstellen wir Klassen, erstellen wir Styles für unsere IDs, First, Second und so weiter. Nur, dass wir auch wirklich die Farben sehen. Dazu sagen wir Black. Kopieren wir uns das. Sagen hier Second. Speichern das. Third. Und dass wir auch einen Unterschied sehen, vergeben wir hier natürlich auch unterschiedliche Farben. Light Gray. Black, Gray und Light Gray. Und wenn wir das Ganze abspeichern und neu laden, sehen wir schon, dass unsere Navigation immer fix auf der oberen Fläche bleibt, dass die in einer Linie sind, nicht untereinander, und dass diese Sections, diese Divs genau unserer Höhe dieses Browser Windows entsprechen. Jetzt können wir uns an unser JavaScript ranmachen und dazu sagen wir $document.ReadyFunction. Das ist die Funktion, mit der wir unser jQuery initialisieren und sagen, wenn auf dem Dokument alles fertig gerendert und geladen ist, dann führe die Funktion aus, die da drin geschrieben steht. Und hier schreiben wir eine eigene Funktion und sagen, führe das aus, was hier drinnen steht. Dazu werden wir als erstes eine Variable definieren und die nennen wir OnePage. Und eine Variable, die nennen wir Root. OnePage. Und da identifizieren wir unser Div anhand der Klasse OnePage, die wir vorher vergeben haben. Das heißt, in dieser Variable haben wir die Verlinkung zu all diesen Divs mit der Klasse OnePage. Die können wir jetzt nun modifizieren, indem wir OnePage Punkt und eine Funktion aufrufen. Und eine weitere Variable, die nenne ich Root, und der vergeben wir Dollar ist gleich HTML und Body. So können wir unser HTML und unser Body Tag ansprechen, von dem wir das wir animieren wollen in späterer weiterer Folge. Nun müssen wir Anchor Tags setzen in unseren Divs, sonst können wir hier nicht verlinken, sonst können wir hier nicht hinscrollen. Das heißt, wir machen hier eine Vorschleife, damit der User, der das später verwenden wird, wirklich nur sein HTML anpassen muss und wirklich hier nur die Divs hersetzen muss, denen die Klasse OnePage geben muss, denen eine ID geben kann, die er möchte, vollkommen wurscht. Wichtig ist nur, dass er zu dieser ID dann später auch verlinkt. Wichtig ist, dass er das so einfach wie möglich einbinden kann. Das heißt, dass er einfach nur unsere Files, unser OnePage-CSS und unser OnePage-JS einbindet, inklusive jQuery, und dann nur mehr HTML schreiben muss und sich hier nicht weiter darum kümmern muss. Deswegen wissen wir vorher nicht, wie viele IDs er vergibt mit OnePage. Das heißt, wir müssen hier zuerst einmal fragen, i ist gleich 0. Für unseren Index ist gleich 0 und solange unser Index kleiner ist als OnePage.length. Hier bekommen wir die Anzahl der Divs zurück, die die Klasse OnePage besitzen. Hier haben wir unsere OnePage identifiziert, unsere Divs oder jedes Element mit der Klasse OnePage identifiziert und hier fragen wir mit Length ab, gib uns die Anzahl der Elemente zurück, die Klasse OnePage tragen. Und so lange sollst du i erhöhen. Und solange das passiert, sollst du uns die ID von OnePage geben. Und dazu machen wir eine neue ID und sagen OnePage und den Index von OnePage. Das heißt, im ersten Durchlauf bekommen wir das erste Div. Im zweiten Durchlauf das zweite Div, im dritten Durchlauf das dritte Div hier. Und hier möchten wir jeweils von diesem OnePage mit dem Index die ID bekommen. Und die bekommen wir ganz einfach, indem wir sagen Punkt ID. Das heißt, wir bekommen jeweils
alle, die die Klasse OnePage tragen, die ID zurück. Das heißt, im ersten Durchlauf heißt hier OnePage i0.id, dann werden wir OnePage ID first zurückbekommen. Im zweiten Durchlauf bekommen wir second und im dritten Durchlauf third zurück. Und dann sprechen wir diese IDs an. Und dann sagen wir Dollar dort, wo identifizieren wir alle Elemente mit dieser ID, indem wir sagen Hashtag ID oder Raute ID, identifizieren wir im ersten Durchlauf das erste Div, dann das zweite und dann das dritte. Ganz wichtig. Und nun in weiterer Folge sagen wir hier Punkt Append, das heißt Append, dass wir in unserem Div hier drinnen ein ATAG produzieren wollen. Und das machen wir im Code Behind hier drin. Und dazu sagen wir Append A, href, und hier drinnen vergeben wir nun die ID. Wir müssen hier vergeben wir die ID, damit wir zu dieser ID verlinken. Und natürlich müssen wir auf beiden Seiten plus machen, sonst funktioniert das nicht. Und ja, das war es dann auch schon, dass wir hier machen müssen. Und nun müssen wir nur mehr zu diesem, wenn ein ATAG geklickt wird, müssen wir zu dieser Verlinkung hinscrollen. Und dazu sagen wir, wenn ein ATAG gedrückt wird, dann wird die Click-Function ausgeführt und dann für alles, was in dieser Funktion drinnen steht, aus. Und hier drinnen müssen wir als erstes einmal fragen, gibt es dieses ATAG überhaupt? Also ist der Index mindestens 0? Weil jedes Array beginnt bei 0 zu zählen, das heißt, der Index muss mindestens 0 sein. Das heißt, unser Index von dem ATAG darf nicht minus 1 sein. Das heißt, er darf nicht nicht existent sein. Und das heißt, wir fragen hier zuerst einmal ab, if $.attribute von this, von dem Attribut, das gerade gedrückt worden ist, wir durchsuchen dieses Dokument nach dem ATAG, das gerade gedrückt worden ist. Und hier fragen wir href, das Attribut href, das heißt hier dieses Attribut, und wenn der Index davon ungleich minus 1 ist, also es sicher existiert, und $attribute.href ungleich einer Verlinkung ins Nichts ist, das heißt ungleich eine Verlinkung zu einer Raute, dann führ alles, was hier drinnen ist, aus. Und hierzu werden wir als erstes einmal einen Log machen, einen Console Log, damit ihr auch seht, was hier ausgegeben wird, wenn wir $attribute.this und href ausrufen. Und wenn wir das hier in der Konsole anschauen werden, werdet ihr sehen, wenn wir hier drauf drücken, dass wir genau das hier zurückbekommen. Und wir sagen jetzt, wenn wir hier reinkommen, also wenn es diese Verlinkung gibt, dann sollst du unsere Root, also Root, unser HTML, unseren Body animieren. Das heißt, wir sagen Animate. Und hier drin vergeben wir jetzt nun ganz hinten die Zeit, in der es hin animieren soll, die zwischen Punkt A und B vergehen soll. Wenn wir hier eine halbe Sekunde angeben wollen, sagen wir 500 Millisekunden.
Wenn wir eine Sekunde haben wollen, sagen wir 1000 Millisekunden, das ist in Millisekunden und eine Sekunde sind 1000 Millisekunden. Lassen wir mal 1000 stehen. Und hier sagen wir jetzt einfach Scroll Top, was so viel heißt wie Scroll zu dieser Position, wo unser so wo das Top oben ist, wo dies verlinkt ist. Das heißt, unsere Links sind jeweils in diesem Div, wenn wir sie uns anschauen, im Element untersuchen, noch nicht drinnen. Unexpected Identifier und 15. Muss hier fertig schreiben und dann schauen wir uns das Ganze gleich an. Scroll Top schreiben wir hier Dollar Punkt Offset, das heißt der Abstand sollen wir zu Top gehen. Und von was? Von unserem Attribute, was wir gerade geklickt haben. Ja, wenn wir jetzt alles richtig verlinkt haben, sollte das Ganze auch schon funktionieren. Speichern wir das Ganze ab und laden wir das neu. Okay. Wir haben hier einen Fehler drinnen. Attribute this href index of ungleich minus 1 und ungleich dem. Okay. Sagen wir hier hinten nochmal return false. Okay, ich pausiere mal kurz das Video und finde den Fehler. Ja, moin moin. Ich habe jetzt hier zwei Fehler gefunden oder zumindest einen Fehler gefunden. Der erste Fehler, ich habe einfach diese ganze Zeile neu geschrieben. Mir ist jetzt nicht wirklich ein Fehler aufgefallen, den ich gemacht habe. Ich habe einfach diese Zeile neu geschrieben. Besten, ihr tippt die jetzt nun ab. Und den zweiten Fehler, was wir haben, wir Offset ist natürlich eine Funktion, die wir aufrufen. Und mit Punkt Top bekommen wir den Abstand zu unserem obersten Punkt in unserem Window. Und wenn wir uns nun unsere Klassen anschauen, dann werden wir auch herausfinden, dass unsere ganzen Verlinkungen zu iTunes abbrechen. Element untersuchen. Schauen wir uns das Ganze hier an. Hier sind wir auf der zweiten Seite, sehen wir, dass der Offset von unserem A-Tag 0 Pixel am obersten Ende ist. Das heißt, er geht zu Top, wo das hier ist, und scrollt dorthin in einer Sekunde. Wir können hier natürlich sagen 3 Sekunden oder 10 Sekunden. Wenn wir hier zum Beispiel 3 Sekunden machen, dauert das Ganze natürlich etwas länger. Schauen wir uns das Ganze an, reloaden das Ganze und mit 3 Sekunden ist es schon fast ewig. Wir können hier natürlich jetzt auch noch einen weiteren Parameter übergeben. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf. Linear zum Beispiel, dass das auch wirklich gleichmäßig gescrollt wird. Okay, das funktioniert nicht. Linear, dann war es nicht linear. Ja, da gibt es auf jeden Fall, wenn man sich auf der jQuery-Seite informiert, einige weitere Sachen, die man hier noch übergeben kann.
2 Sekunden zum Beispiel. Das ist natürlich die Anzahl der Sekunden, die es dauert. Und jetzt funktioniert es auch gar nicht mehr. Ja. Scrollen wir innerhalb von einer Sekunde. Und das ist alles, was wir brauchen, um zu unseren verschiedenen Diffs zu scrollen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentarbox und ich werde sie beantworten. Natürlich auch bei Beschwerden, Anregungen oder sonstigen Anliegen. Scheut euch nicht. Schreibt mir, ich schreibe euch zurück. Der Code ist natürlich wie immer unten verlinkt und kann man downloaden und frei für jedes Projekt verwenden, das man möchte. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Ciao und auf Wiedersehen.